Und ich gebe das Wort weiter an Soran für seinen Vortrag Maschinenintelligenz mit TensorFlow. Vielen Dank. Ja. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Soran Kupic. Ich arbeite bei der InnoVex GmbH in Karlsruhe. Und ich stelle heute ein bisschen was vor über maschinelle Intelligenz bzw. künstliche Intelligenz mit TensorFlow. Kurze Frage, wer hat schon mal in dem Bereich vielleicht mal was gemacht, vielleicht sich einen Artikel durchgelesen, also ist ja gerade auch ein bisschen so ein Trendthema. Okay, zwei Leute, das schon mal okay. Ja, kurz ein paar Worte zu mir. Also ich habe einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik, habe auch meine Thesis in diesem Bereich geschrieben. Bin jetzt schon 2 Jahre bei der InnoVex GmbH und beschäftige mich seit 1,5 Jahren mit dem Thema Data Science. Und mein Hauptbereich ist sozusagen Computer Vision mit Deep Learning. Und dort mache ich echt viel Forschung und kümmere mich auch quasi darum, wie kann Deep Learning, das schon noch sehr theoretisch ist, auch auf praktisch angewendet werden. Und noch ein paar Worte kurz zu InnoVex. Also unser Motto ist Enabling your digital future. Und also wir sind ein wir sind ein IT-Projekt aus Karlsruhe und arbeiten sehr datenorientiert, also man sieht es auch gerade dort. Und das sind unsere ganzen Bereiche, in denen wir tätig sind. Ja, maschinelle Intelligenz, also man sieht es gerade irgendwie so Top-Trendthema neben Blockchain, Industrie 4.0, autonomes Fahren, Internet of Things. Also man sieht hier gerade an einem News-Volume, dass doch recht viel darüber geschrieben wird, nicht nur technisch, sondern auch viel theoretisch und auch ethisch gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Artikel darüber. Und ja, wie man sehen kann, also das ist eine Grafik von Nvidia. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die irgendwie Intelligenz möchten oder sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und hier eine ganz schöne Grafik, das sind so die AI 100, also das ist mal so eine Sammlung von Startups und Unternehmen, die sich so mit dem Thema Artificial Intelligence beschäftigen. Und hier nochmal ein ganz, ganz großes Bild, also Machine Intelligence 3.0, also die Grafik ist in der 3. Version mittlerweile und das sind so die ganzen Unternehmen, die sich auch um das Thema künstliche Intelligenz beschäftigen, sowohl als auch irgendwie theoretisch, als auch irgendwie technisch und auch dann praktisch. Also man sieht es auch gerade hier zum Beispiel auch Palantir dabei, also eine sehr, sehr interessante Firma. Und hier unten auch nochmal gerade so aus dem ganzen Bereich, die ganzen Frameworks, welche genutzt werden im Bereich maschinelles Lernen bzw. künstliche Intelligenz. So ein paar Aufhänger, also letztens kam so ein Artikel heraus, bzw. auch ein Video dazu, wo quasi OpenAI, also OpenAI ist ein Startup bzw. eine Schmiede, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und die haben quasi eine KI geschrieben oder KI entwickelt, die Dota 2 spielen kann. Und die hat irgendwie so die weltbesten Dota 2 Spieler irgendwie geschlagen. Dann auch ganz, ganz brennende News war das sehr, sehr oft. Es gibt das Spiel Go, ist so eine Art, ja, ich kann mal sagen, mit so Pünktchen, die man irgendwie schieben muss. Und ein Unternehmen aus London, die nennen sich DeepMind, die wurden mittlerweile von Google aufgekauft. Die haben quasi auch eine KI geschrieben, die Go spielen kann, hat dort auch den weltbesten Go-Spieler geschlagen. Dann auch nochmal ganz interessant aus dem medizinischen Bereich. Also das ist quasi aus einer Research-Gruppe in Stanford entstanden. Hier geht es quasi darum, dass zum Beispiel gerade diabetisch, also Leute, die Diabetes haben, leiden oft darüber, dass quasi die Augen auch mitleiden und es ist manchmal schwer, dort eine Diagnose zu stellen. Und hier wurde quasi auch eine künstliche Intelligenz entstellt, die sozusagen also irgendwelche Krankheiten im Auge entdeckt. Noch so ein weiterer Punkt. Auch ganz interessant, ist auch ein Artikel rausgekommen, also DeepMind, die gehören ja mittlerweile zu Google. Und die haben quasi eine künstliche Intelligenz entwickelt, die das Rechenzentrum automatisch steuert. Also im Rechenzentrum gibt es sehr, sehr viele, zum Beispiel es gibt Fenster dort und es gibt Pumpen mit verschiedenen Pumpen Druck. Und die künstliche Intelligenz steuert quasi diese ganzen Mechanismen, also gerade wie viel muss das Fenster gekippt werden oder wie viel Druck muss in dieser Kühlungsleitung sein. Und so konnten die quasi 40% der Kühlungskosten sparen, was sehr, sehr viel Geld ist. Also ich habe gelesen, dass quasi für das, wo die ganze Rechnung, also die Kosten gespart haben, haben die quasi wieder das, was sie für DeepMind bezahlt haben, amortisiert. Dann auch noch ganz interessant, zum Beispiel Zalando macht auch recht viel in dem Bereich.
Und hier sieht man krass, also Deep Learning for Understanding Customer Stories. Ja, was ist überhaupt maschinelle Intelligenz? Ich habe es mal in so einem versucht, in so einem Satz zusammenzufassen. Also maschinelle Intelligenz ist quasi die Forschung als auch die Benutzung von Machine Learning mit Deep Learning und klassischen Algorithmen. Und auch nochmal kurz eine Einordnung, weil Deep Learning ist ja so ein Buzzword, also man hört es ziemlich oft mittlerweile. Und es gibt oben so die künstliche Intelligenz, das ist so das Schirmgebiet oder irgendwie so. Ja, und dann gibt es irgendwie Machine Learning, das ist eine Art, wie man irgendwie quasi künstliche Intelligenz umsetzen kann. Und Deep Learning ist ein Teil davon, einfach von Machine Learning. Und dann gibt es verschiedene Verfahren so beim maschinellen Lernen. Es gibt einmal dieses Supervised Learning. Und zwar, ich habe irgendwie so ganz viele Daten, also Datenpunkte, und dann gibt es irgendwie zum Beispiel eine Klasse dazu. Also irgendwie Datensatz X bedeutet, Kunde ist kreditwürdig oder Kunde ist nicht kreditwürdig. Und beim Supervised Learning gebe ich quasi die ganzen Daten im Algorithmus und der lernt dann irgendwie zu unterscheiden. Also hier gerade irgendwie das Beispiel, ich habe Datensätze mit E-Mails und dort unterscheide ich quasi, ob das Spam oder nicht Spam ist. Und das Unsupervised Learning, da geht es darum, einfach irgendwelche Muster in Daten zu finden. Also ich gucke mir irgendwie einen Datensatz an und kann dann zum Beispiel sagen, okay, Benutzer, die die und die Attribute gleich haben, die fallen in diese Gruppe hinein. Und dann auch ganz interessant, das Reinforcement Learning. Ja, das funktioniert quasi irgendwie mit Belohnung. Also ich habe einen Algorithmus und den belohne ich immer, wenn er was richtig macht. Und mit solchen Dingen kann ich zum Beispiel Flappy Bird spielen. Also ich bringe dem Algorithmus bei, selber Flappy Bird zu spielen. Ja, zu Deep Learning, also mein Fachbereich, ist ja wie gesagt ein Teil vom maschinellen Lernen. Und ich habe diese künstlichen neuronalen Netze. Man sagt doch einfach nur neuronale Netze. Und die Idee gibt es schon länger, war noch ein bisschen schwierig zu trainieren, weil einfach irgendwie noch die Hardware noch nicht da war und die Verfahren dazu. Und mittlerweile funktioniert das recht gut und dementsprechend entwickelt man riesig große Netze, die quasi irgendwie komplexe Strukturen abbilden. Und so ein neuronales Netz ist auch irgendwie eine künstliche Abstraktion von dem Gehirn. Also unser Gehirn funktioniert auch mit irgendwelchen Verbindungen mit Neuronen und so ähnlich ist das auch. Ja, was kann man mit dem ganzen Deep Learning machen? Also es gibt einmal im Bereich Computer Vision recht viel. Das heißt quasi so Bilderkennung, Bildklassifizierung oder auch autonomes Fahren basiert auf solchen Verfahren. Dann gibt es so Speech and Audio Processing, dann Natural Language Processing. Das ist gerade so Übersetzung oder auch einfach irgendwie Textverarbeitung. Dann Time Series Analysis und auch Empfehlungssystem, also Recommender Systems. Ja, so ein neuronales Netz. Also wer hat schon mal was davon gehört? Okay. Also ist ein Verfahren aus dem Machine Learning und gibt es wie gesagt schon länger. Und wir kriegen irgendwie sozusagen Inputdaten herein. Das könnte zum Beispiel irgendwie ein Datensatz sein von Kundendaten oder sowas in der Art. Und schieben das mit ganz viel Magic irgendwie durch das Netz durch. Und am Ende kriegen wir irgendwas hinaus. Also zum Beispiel ist E-Mail Spam oder nicht Spam. Und innen drin passiert sehr, sehr viel. Wir haben sehr, sehr viele Parameter, die wir einfach einstellen können, das werden die automatisch eingestellt werden, um eben dieses Ergebnis zu erzielen, welches wir haben wollen. Und wie man auch sieht, das sieht sehr, sehr interessant aus, also ganz viele Verbindungen. Und dadurch, dass es eben viele Verbindungen gibt, haben wir die Möglichkeit, viel einzustellen, beziehungsweise einfach zu justieren währenddessen. Und ja, die Daten kommen eben hinein, gehen über diese ganzen Kanten. Das sind sogenannte Gewichte, also das sind unsere Parameter, die wir justieren können und die wir einstellen können. Und am Ende kommt eben das Ergebnis raus. Und was passiert jetzt konkret in so einem Neuron? Also das war so ein runder Punkt. Wir kriegen irgendwie Input rein, das sind die Daten. Dann gibt es ja die Gewichte und die verändern die Daten leicht. Also man muss vorstellen, man hat irgendwie eine Zahl, da kommt eine 2 rein, das Gewicht ist 2, also 2 mal 2. Und wird quasi hier alles summiert. Dann wird das wieder hier reingeschoben, dann gibt es sogenannte Aktivierungsfunktionen. Das sind meistens mathematische Funktionen, die die Daten einfach nochmal ein bisschen verändern. Und die haben auch so eine Übersicht, was es überhaupt alles so gibt. Und also es sind verschiedene Funktionen, die einfach die Daten in verschiedene Wertebereiche pressen oder verändern. Und ReLU, also diese Rectifier Linear Unit, ist quasi so die Standardfunktion mittlerweile, weil es einfach so ein sehr, sehr schnelles Training von diesen Netzen ermöglicht.
Ja, also quasi, wie trainieren wir solche Netze mal? Ganz stupide erklärt. Also wir haben irgendwie so Daten, die schieben wir in das Netz hinein, kriegen irgendwie Ergebnisse hinaus. Dann gucken wir uns irgendwie die Ergebnisse an und sagen, okay, wir liegen so und so viel daneben oder so und so viel richtig. Dann haben wir irgendwie einen Fehler. Und den ganzen Fehler, den schieben wir wieder durchs Netz zurück und sagen zu jedem Gewicht so, hey Gewicht, hier ist ein Fehler, pass dich so und so an, damit du besser bist. Und das machen wir für jedes Gewicht und das geht in mehreren Iterationen so und am Ende kriegen wir quasi ein sehr, sehr gutes Netz heraus, welche gutes Ergebnisse produzieren kann. Und das Ganze funktioniert mit dem Gradientenverfahren. Kennt das vielleicht jemand? Okay. Also das Gradientenverfahren ist ein mathematisches Optimierungsverfahren. Und so ein ganzes neuronales Netz kann man sich als eine riesen lange Funktion vorstellen, die wir versuchen quasi zu optimieren. Und der Gradient Descent geht eben iterativ vor und macht das für uns. Und da jetzt mal so spezifische Netze. Also wir haben einmal diese Convolutional Neural Networks, mit denen beschäftige ich mich recht viel. Und die werden im ganzen Computer Vision Bereich benutzt. Also gerade so der Standard-Task überhaupt ist so die normale Bildklassifizierung. Und was so Netze ganz cool machen, es gibt so ein Problem, das nennt sich Feature Extraction bei Machine Learning. Und es ist immer schwer herauszufinden, was von den ganzen Daten, die ich habe, brauche ich überhaupt. Was ist relevant und inwiefern ist es relevant? Und muss ich noch irgendwas umändern, irgendwas transformieren und so weiter? Und das machen so diese ganzen Netze von sich selbst. Also ich schiebe einfach vorne ein Bild rein, der geht dann die ganze Zeit durch und am Ende kriege ich quasi hier meine Klassifizierungsergebnisse. Also ob das jetzt irgendwie ein Bird ist, ein Sunset, ein Dog oder ein Cat. Und was lernt so ein Netz? Also so ein Convolutional Network arbeitet sehr, sehr viel mit Abstraktion. Ich gebe quasi vorne ein Bild hinein und verändere das dann immer weiter irgendwie. Und so ein Bild wird immer abstrakter und am Ende kriege ich so einen Vektor hier raus aus dem Bild. Das ist meistens so ein tausenddimensionaler Vektor mit all den relevanten Dingen, die ich für die Klassifizierung brauche. Das sind dann numerische Werte und mit denen funktioniert dann so eine Klassifizierung. Und das Ding lernt eben selber zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig an dem Bild. Ja, so ein Einsatzgebiet dafür ist so die Image Classification. Es gibt einmal den ImageNet-Datensatz. Das ist ein berühmter Wettbewerb auch, wo sich jedes Jahr irgendwie die größten Cracks im Deep Learning-Bereich irgendwie messen, wer schafft irgendwie das beste Modell. Und Google hat da was Cooles rausgebracht, das ist hier ganz links, dieses Inception-Modell. Ist ein riesengroßes neuronales Netz aus gewissen Modulen, die einfach aneinander getackert werden. Und das Netz ist eben so schlau, dass es diese zwei verschiedenen Husky-Arten voneinander unterscheiden kann. Für mich wäre beides ein Husky, Arbeitskollege von mir meinte, für ihn ist beides ein Hund, aber ja. Ja, wie hat sich das alles so entwickelt? Also, es gibt hier irgendwie so den Error, also angefangen hat das 2012 mit dem AlexNet. Es war ein Student, oder beziehungsweise ich glaube Doktorand damals sogar, der hat das irgendwie entwickelt und der hat als erster so diese Convolutional Networks auf einer Grafikkarte trainiert. Man hatte früher oftmals irgendwie das Problem, dass es einfach schwer ist, diese Netze zu trainieren, dass es ewig, ewig lang gedauert hat. Also es geht auch heute noch lang, aber im Vergleich zu früher deutlich schneller. Und der war so der Erste, der irgendwie so eben dieses Convolutional Network auf diesen Datensatz trainiert hat und bahnbrechende Ergebnisse rausbekommen hat. Und dann fing es eben an, also 2013, 14 und 15 und heute, fing es an, irgendwie, dass verschiedene Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen mal wieder ihre Netze verbessert haben oder neue Netze entwickelt haben. Und mittlerweile sind wir bei quasi einem Top 5 Error von 3%. Also schon ziemlich gut. Dann auch ganz interessant ist so dieses Image Captioning. Also quasi da lernt man auch schon als Netz irgendwie zu sagen, was quasi auf einem Bild drauf ist. Also so, man sieht es ja gerade, a man riding a wave on top of a surfboard oder a blue and yellow train rolling down the train tracks. Ist auch ganz interessant. Dann ein weiteres Einsatzgebiet dieser Convolutional Neural Networks ist so die Object Detection. Das findet man auch zum Beispiel gerade im Bereich autonomes Fahren.
Und es gibt auch ein Video, wo einer zum Beispiel gerade mit so einem Neural Netz durch Amsterdam durchläuft und dann zeigt das Neural Netz die ganze Zeit an, okay, weil hier ist irgendwie eine Ampel, hier ist ein Schild, hier ist ein Haus. Und funktioniert mittlerweile auch sehr, sehr gut. Und ja. Dann ein weiterer Typ von neuronalen Netzen sind die Recurrent Neural Networks. Die werden gerade im Bereich also Natural Language Processing, also natürliche Sprachverarbeitung genutzt, Speech and Audio Processing und Time Series Analysis. Und die RNNs sind ein bisschen schlau, kann man so sagen. Die nutzen quasi sequentielle Informationen, also alles, was irgendwie zum Beispiel gerade so eine Time Series ist, also Aktiendaten oder sowas in die Richtung. Und die haben so ein Loopback, also die können quasi irgendwie zurückschauen von dem, was sie irgendwie früher gesehen haben oder was sie früher gelernt haben, sozusagen. Und hier gibt es so mal so verschiedene Typen einfach, wie man sagen könnte, von den neuronalen Netzen. Also gerade das One-to-Many ist zum Beispiel gerade, ich gebe irgendwie ein Bild hinein und der sagt mir dann, was drauf ist, also dieses Image Captioning, was wir vorher gesehen haben. Oder Many-to-Many ist gerade irgendwie so Übersetzung, also ich habe irgendwie einen englischen Satz, gebe dem neuronalen Netz und der übersetzt mir das auf Spanisch. Und ja, mal gab es mal so zwei schlaue Menschen. Die nennen sich Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber. Der Jürgen Schmidhuber ist Professor an der ETH, nee, der ist, glaube ich, im Tessin Professor. Und der macht viel Forschung in dem Bereich. Und die haben mal so LSTMs entwickelt. Das sind eine spezielle Art von rekurrenten neuronalen Netzen, die ein bisschen besser sind. Und die haben einfach sozusagen mehr Memory. Also die können sich mehr merken von den Daten, die immer reinkommen. Und können dadurch auch mehr Informationen sozusagen in sich speichern. Und so ein Einsatzgebiet von diesen rekurrenten neuronalen Netzen ist so diese Anomaly Detection. Also gerade ein Arbeitskollege von mir, der hat sich da mal auch damit beschäftigt. Und der hat versucht quasi so Netzwerkattacken in Netzwerkdaten zu finden. Und auch ganz interessant ist irgendwie so ein Manufacturing Process. Also wenn ich quasi irgendwie eine Produktionslinie habe und dann will ich irgendwie feststellen, wann zum Beispiel Teile kaputt gehen oder ob am Ende ein Teil sozusagen defekt ist oder in Ordnung ist. Dann ein weiteres Einsatzgebiet ist so Natural Language Processing. Also wir haben quasi, das ist auch eine spezielle Art von Netz, wurde von Google entwickelt und zum Beispiel der Google Translator basiert auf dem. Und mittlerweile gibt es auch irgendwie, ist das noch schlauer geworden, also der Google Translator, also beziehungsweise so ein Netz kann irgendwie eine Englisch zu Spanisch Übersetzung lernen und kann dann quasi mit dem, was es gelernt hat, zum Beispiel von Spanisch auf Dänisch oder so übersetzen. Also schon ziemlich interessant, was da mittlerweile so passiert. Dann so ein weiteres Einsatzgebiet sind so die Recommender Systems. Gerade auch eine Kollegin von mir ihre Thesis drüber geschrieben. Und es ist auch so ein spezielles Netz, irgendwie, wo von Google entwickelt wurde. Und hier geht es um tiefe neuronale Netze, sowohl als auch weite. Und haben sich halt eben ergeben, dass die recht gut sind für die Recommendations. Und also man sieht auch gerade hier, Google hat das dann implementiert auf YouTube. Und die machen quasi mit dem neuronalen Netz YouTube-Empfehlungen. Also das kennt ja jeder, an der Seite gibt es immer so mehr Vorschläge für sie und so weiter. Und das basiert eben auf einem neuronalen Netz. Beziehungsweise ich weiß nicht, kann auch gut sein, dass das noch in Research ist. Ein bisschen zu einem informatiklastigen Teil. Ja, TensorFlow, also mit dem arbeite ich recht viel. Das ist ja dieses Machine Intelligence Framework von Google, welches mega gehypt ist, ist auch echt gut, muss man echt sagen. Und ja, TensorFlow wurde im November 2015 von Google vorgestellt und Open Source freigegeben. Und ja, eigentlich geht es da nur um numerische Berechnungen mit eine Art von Graphen. Und ja, es ist mittlerweile eines der meistgenutzten und populärsten quasi Frameworks für Deep Learning. Und man sieht es auch hier, also das sind so verschiedene Frameworks, die es gibt fürs Deep Learning. Und TensorFlow ist weit vorne. Ja, was haben die Googler sich dabei gedacht? Also TensorFlow an sich ist eben so ein Execution System. Also, wir haben irgendwie verschiedene Interfaces von dran, zum Beispiel C++, Python, mittlerweile gibt es auch, glaube ich, Java. Und auch ganz interessant, also quasi auf diese Interfaces gibt es nochmal irgendwie
High-Level-APIs sozusagen, die ein bisschen einfacher gehalten sind, mit denen man auch quasi als Laie mal irgendwie sich an neuronale Netze rantrauen könnte. Und ja, das Coole ist dabei, beziehungsweise das war auch so eine Idee, die bei der Entwicklung von TensorFlow hatten, ist, dass man das auf verschiedenen Plattformen nutzen kann. Also wir haben einmal hier quasi CPU, GPU, Android, iOS. Und ich kann sozusagen sagen, okay, ich trainiere jetzt mein Netz irgendwie auf meinem MacBook. Und wenn ich merke, okay, das ist ziemlich langsam, dann portiere ich das Ganze einfach auf den Server mit einer GPU und trainiere es eben mit einer GPU. Und ja, auf Grafikkarten läuft das einfach ziemlich schneller und muss nicht viel Code ändern. Also das ist schon mal sehr gut. Und gerade noch zu dem High-Level-API, es gibt dieses Keras, ist mittlerweile auch Bestandteil von TensorFlow, also ist mit eingemerged. Und mit dem kann man recht einfach neuronale Netze implementieren. Ist auch mal nett, sich das einfach anzuschauen. Und ja, wie funktioniert jetzt TensorFlow? Es gibt quasi, diese ganze Berechnung wird einfach als ein langer direkter Graph dargestellt. Und mit verschiedenen Ecken und Kanten. Und man sieht hier gerade, also die ganzen Nodes sind quasi Operationen, die auf den Daten durchgeführt werden. Und die Edges sind quasi, bezeichnen diesen Datenfluss. Und die Daten werden in sogenannten Tensoren gehalten, darum auch das ganze Tensor. Ein Tensor kommt aus der Mathematik und das ist quasi ein Überbegriff für Skalar, Variable, Matrize. Und es gibt zwei Phasen quasi, wenn ich jetzt programmiere mit TensorFlow. Es gibt quasi diese Construction, also es gibt einmal dieses Zusammensetzen des ganzen Graphes und einmal die konkrete Ausführung des Graphen. Und ja, wie schon erwähnt, Tensor, also es ist ein multidimensionales Array oder Matrizen und es gibt quasi einen Skalar, einen Vektor, eine Matrize und die ganzen Tensoren fließen eben in diesen Graph. Ja, welche Operationen kann man ausführen? Es gibt einmal quasi so diese Element-wise Operations, also zum Beispiel gerade irgendwie, ich multipliziere einen Wert zu jedem Wert in dem Tensor oder schneide irgendwas hinaus aus meinem Tensor oder ja, zum Beispiel, ich kann Variablen definieren und ja. Ja, was sind jetzt konkret Variablen? Also, es sind quasi mutable Tensoren, also die kann ich nicht immer wieder verändern, auch während der Ausführung. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade vorher die ganzen Gewichte gezeigt habe von dem neuronalen Netz, die werden in sogenannten Variablen gepackt, weil die muss ich ja immer wieder beim Trainieren anpassen. Und dann gibt es immer noch Konstanten, also das sind einfach feste Werte, die sich nie ändern. Und ja, Placeholder gibt es auch noch, das sind auch mutable Tensoren. Und wie Placeholder, also Platzhalter, schon sagt, kann ich da irgendwie Daten hineintun. Und das ist zum Beispiel gerade diese Input-Daten, die ich von neuronalen Netz habe, die packe ich in so einen Placeholder, aber auch in jeder Iteration ändern die sich und ich kriege einfach immer wieder neue Daten hinein. Und also man muss sich das so vorstellen, wenn ich irgendwie gerade mit TensorFlow programmiere, also ich habe mein Python-Script und schreibe mir alles nieder und dann führe ich erst diesen Graphen aus. Also man merkt auch erst quasi zur Laufzeit, okay, was geht jetzt wirklich schief? Und kann manchmal auch echt schwer sein, irgendwie herauszufinden, was schief geht, weil die Fehlermeldungen manchmal echt nicht gut sind. Und ja, um das Ganze quasi auszuführen, brauche ich so eine Session, die ich dann eröffne. Und innerhalb dieser Session führe ich mir quasi meinen ganzen Graphen aus. Und den kann ich auch mehrmals ausführen. Und diese ganzen Daten, die ich habe, die leben quasi in dieser Session. Und ja, wie mache ich jetzt das quasi in der Praxis? Also ich tue alles quasi erstmal definieren, was ich brauche, die ganze Logik, die ganzen Variablen. Dann mache ich eben eine Session. Und dort mache ich so ein Initialize All Variables. Also quasi ist ein Aufruf, der die ganzen Variablen initiiert. Und dann führe ich eben diesen Graphen für 5, 6, 10, 8, 1000, eine Million Mal aus. Und ja, wie sieht das Ganze mal in Code aus? Also wir haben hier quasi eine Variable, die definiere ich, das ist zum Beispiel gerade ein Array auf 10 auf 10. Und habe hier noch so einen Placeholder auch mit 10 mal 10. Und hier performe ich quasi einfach, also y ist gleich x mal z plus b. Und ja. Ja, um jetzt mal irgendwie zu zeigen, wie quasi so ein neuronales Netz aussieht, habe ich mal mir so ein Skript von GitHub heruntergeladen. Also das ist quasi aus einem Udacity Nanodegree Kurs, der quasi mit dem man machen kann und dann ist man irgendwie zertifiziert, dass man sich mit Deep Learning beschäftigt hat. Und die haben recht
cooles Skript mal geschrieben. Und hier geht es quasi um Bildklassifizierung mit diesem CIFAR-10-Dataset. Das CIFAR-10-Dataset ist von Alex Carpati. Das ist ein Doktorand oder ehemaliger Doktorand von der Stanford-Uni. Und der hat so Bilder gesammelt. Und das sind insgesamt, glaube ich, 60.000 Bilder auf 10 Klassen verteilt. Also quasi pro Klasse 6.000 Bilder. Das bedeutet quasi, für, zum Beispiel für einen Hund habe ich 6.000 Hundebilder. Und ja, also hier wird es dann wieder interessant. Also das ist ja, wie gesagt, weiß nicht, wer arbeitet mit Python oder hat schon mal mit Python gearbeitet? Okay, auch die wenigsten. Also das ist sozusagen so die Preprocessing also Pipeline, wo ich quasi die Daten ziehe und so weiter. Und dann gibt es noch Normalize. Also bei Machine Learning muss man oftmals irgendwie die Daten normalisieren. Hier gerade in dem Bereich, also quasi tue ich quasi alle Bilddaten, also es sind ja quasi von, also Farbdaten von 0 bis 255 und die tue ich quasi alle in eine Range zwischen 0 und 1 komprimieren. Und da mache ich noch ein One-Hot-Encoding für die ganzen Klassen. Also One-Hot-Encoding ist quasi ein Verfahren, wo ich einfach irgendwie meine Klassen numerisch verteile. Wenn ich 10 Klassen habe, dann tue ich das in den Vektor reinpacken und sage, okay, ich habe jetzt einen Vektor, wo vorne dran eine 1 hat und die restlichen Werte sind 0, das bedeutet quasi erste Klasse. Und an zweiter Stelle würde quasi bedeuten, dass der Vektor sagt, okay, dieser Datensatz kommt in die zweite Klasse. Und also hier sieht man quasi auch, Moment, so diese ganzen verschiedenen Layer, die ich mal weiß, es gibt so Convolutional Layer, welche diese ganzen Features extrahieren. Und dann gibt es noch die Max-Pooling-Layer, die machen Dimensionsreduktion. Also ich habe ja quasi so ein Convolution-Layer, guckt sich auf den ganzen Bild an, okay, was ist wichtig? Und wichtig bedeutet in diesem Sinne einfach irgendwie zum Beispiel Kanten, Farbverläufe und irgendwelche Muster. Und der tut die quasi raus extrahieren. Und dann gibt es auch diesen Max-Pooling-Layer, der sagt, okay, ich habe irgendwie einen Bereich von 2 auf 2 und nur der numerisch höchste Wert ist überhaupt relevant und dadurch entstehen mehr Abstraktionen. Also aus der Kante wird dann eher so eine eckigere Kante und das reicht dem Netz, um was zu erkennen. Und das machen so diese zwei Layer. Und ja, das sind zum Beispiel diese TensorFlow Convolution Layer. Also darunter impliziert, ich habe hier irgendwie so meinen Input. Dann gibt es auch die Gewichte, die quasi zum Layer gehören und der gibt mir dann quasi einen Output zurück. Und ja, hier ist so die Funktion quasi, welches dieses, also am Ende von diesem Convolution und Pooling Layer kriege ich so ein mehrdimensionales Volumen heraus, wo all meine Features beinhaltet, die relevant sind für die Klassifizierung und die tue ich dann quasi in einen flachen Vektor packen und der kommt dann eben in das voll vernetzte Netz zur Klassifizierung. Also hier sieht man auch dieses voll vernetzte Netz, welches dann eben die Klassifizierung vornimmt. Und hier sieht man auch nochmal, wie das Ganze definiert ist. Also zum Beispiel hier gerade diese Conf Layer und Dropout ist nochmal so ein Verfahren, was quasi gegen Overfitting verwirkt. Overfitting bedeutet, wenn ich ein Netz auf meinen Daten trainiere oder auch ein anderes maschinelles Verfahren, dann habe ich oft mal das Problem, dass es zu gut ist. Okay, zu gut hört sich am Anfang nicht so schlecht an, aber ich habe oft mal das Problem, wenn ich dann irgendwelche neuen Daten bekomme, die mit denen quasi, mit denen ich nicht trainiert habe, die ich ja auch später nutzen will, dann erkennt es die einfach nicht und die ganze Genauigkeit sinkt einfach rapide. Und mal zum interessanten Teil. Also hier sieht man, wie so ein ganzes Training funktioniert. Ich habe hier quasi eine Genauigkeit und mein Loss ist sozusagen der Fehler, der angegeben wird, mit dem das Netz lernt. Und hier sieht man sozusagen, okay, so ein ganzes Training ist, man trainiert in Epochen. Eine Epoche bedeutet quasi, dass einmal alle Daten durchgemacht wurden von dem Netz. Und also während des Trainings durchgemacht wurden, dann fängt es wieder von vorne an. Und zum Beispiel hier dieses Beispiel, also trainiert insgesamt in 35 Epochen, glaube ich. Ja, genau, in 35 Epochen. Und wir kriegen eine Genauigkeit von 78% heraus. Also hier sieht man quasi, wie so ein Netz predicted. Also wir haben hier quasi ein Bild von einem Flugzeug und er sagt quasi hier mit dieser Genauigkeit, also müsste fast
ja, so vielleicht so 97% oder so, dass es quasi ein Flugzeug ist. Und ja, es ist quasi ein Lernbeispiel, also man kriegt mittlerweile auch viel, viel mehr Currency raus, aber das ist so mal ganz praktisch zum Rumspielen. Also der Link ist auch in den Slides, also wenn sich jemand mal damit beschäftigen möchte, ja. So ein paar Ressourcen einfach für die Leute, für die das Thema sich eben interessieren oder vielleicht jetzt, wo ich ein bisschen Interesse geweckt habe. Also hier haben einfach so ein paar Links, wo es ganz interessante Dinge gibt. Einmal die TensorFlow Homepage, dann die Dokumentation. Also ich lese nicht gerne Dokumentation, aber die ist echt gut, also muss man echt sagen. Ja, einmal auf GitHub. Auch ganz interessant ist so diese Model Zoo. Also die Leute bei Google haben währenddessen so ein paar Modelle entwickelt, die einfach recht gut funktionieren. Also es gibt einmal dieses Inception-Modell, welches auf zur Bildklassifizierung eingesetzt wird. Und das ist eben ganz praktisch und man kann dann recht einfach, also es gibt auch ein Tutorial dazu, man kann auch recht einfach mal so ein Netz ausprobieren oder mal ein Netz selber trainieren und ja. Dann gibt es so diese Awesome Repos auf GitHub und das ist so eine Sammlung von ganz, ganz vielen TensorFlow-Sachen, auch Papers oder auch Tutorials und das ist auch ganz gut. Ja, auch ein paar Bücher, die ich einfach empfehlen kann. Also ich habe die ersten zwei habe ich selbst. Im ersten geht es auch noch ein bisschen mehr um generelles Machine Learning mit scikit-learn. Also scikit-learn ist auch eine Library für Machine Learning in Python. Und ja, und dann gibt es auch noch quasi, ich glaube, so ein Drittel von dem Buch ist auch noch TensorFlow. Und das ist auch mal ganz interessant für eben für Anfänger, wenn man alles mal durchmachen will. Und dann die Fundamentals of Deep Learning von dem Nikhil Buduma. Das ist auch ganz interessant. Und ja, ist auch recht einfach geschrieben. Also man versteht recht viel. Und man kann sich auch mal so die ganzen Netztypen anschauen. Und erklärt das auch ganz gut. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und das war es von mir soweit. Ich bin noch da. Wir haben auch noch Zeit. Also wenn jemand Fragen hat, sehr gerne.